Na gut, dann gehen wir da mal hin. Hoppla, hehe. Ist das hier das Aussichtsdeck, die Herrschaften? Uch, hey, tschüss. Das war wohl nicht das Aussichtsdeck. Jetzt müssen wir da irgendwie unbemerkt draufkommen und wir haben doch die Halskette des Navigators. Können wir die einfach nehmen? Du kriegst sie nicht. Sie gehört mir. Okay. Dann können wir mit dem mal ein Gespräch führen, ein ernstes. Okay, da sind wir. Also, was willst du von mir? Ha hallo Kopf, tja. Hallo. Danke schön für den Weg zum Geisterschiff, ne? Kein Problem. Wenn du nur eine Aufgabe hast, dann kannst du sie umso besser, oder? Ja, aber ich wollte mich nochmal vielmals für die Hilfe bedanken, weißt du? Ich hab langsam das Gefühl, du willst etwas von mir. Na ja, könnte ich vielleicht das Halsband haben? Was? Nein, aber danke für die freundliche Frage. Ach, sei nicht so, bitte. Du kannst bitten, wie du willst, du kriegst sie nicht. Bitte, bitte? Bitte? Du kannst dich bitten, wie du willst, du kriegst sie nicht. Bitte, bitte, bitte? Du kannst bitten, wie du willst, du kriegst sie nicht. Bitte, 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 bitte. Oh, na gut, du großes Kind, nimm sie dir. Wofür braucht man Halsband, wenn man keine Schultern hat? Juhu. Damit haben wir die Halskette, können wir die jetzt auch benutzen? Fühlt sich seltsam an. Und jetzt sind wir nämlich für die Geister unsichtbar. Unsichtbar. Können wir hier was gucken? Gehe zur Höhle. Schade, die können wir gar nicht angucken. Die alten Partygeister! Noch mehr Gurk und Rum. Der hat ganz schön geladen, der Kollege hier. Das sieht ein bisschen aus wie der Troll. Und da ist eine Tür. Was war das? Hä? Nehmen wir mal zumachen. Party, Party, Party. Party, Party, Party. Hey, Party, Party. Ein Leben lang. Ach, wir leben ja gar nicht mehr. Scheiße. So, mal gucken, wo geht's denn da unten hin? Klappe. Ein schlafender Geistmatrose. Schläft tief und fest. Was haben wir denn hier alles? Haben wir hier nicht noch. Hab ich das noch? Oder nicht so? Tinte haben wir noch. Den Füllfederhalter haben wir, also diese Schreibfeder haben wir damals in die Suppe geworfen, ne? War mir doch so. Na egal, gehen wir mal hier weiter. Hier können wir sonst eh nichts machen. Und hier sind Geisterhühner und Geisterschweine. Sehen aus wie Hühner. Nur tot. Und Geisterschweine. Wie eklig. Guck mal, wie die essen. Igitt, igitt, igitt. Gut, dass man nicht sieht, wie die das Essen wieder, naja. Ein leuchtender Kasten. Ich sehe nichts Besonderes. Kann man den öffnen? Bis auf die große leuchtende Wurzel drin. Aha. Der ist vernagelt, eingewickelt, versiegelt, verklebt, verschweißt und verschraubt. Gut, dann hat sich das ja direkt erledigt. Können wir die Geisterschweine öffnen? Das geht nicht auf. Na gut. Können wir die nehmen? Nee. Geisterhühner wahrscheinlich auch nicht. Ich habe nur eine Feder. Jetzt haben wir eine Geisterfeder. Ich erinnere mich nämlich, dass hier irgendwas mit einer Feder war.
Und ich glaube, es hatte mit dem schlafenden Piraten zu tun, aber ich kann es jetzt nicht versprechen, dass es funktioniert. Ich kann keine kitzlige Stelle finden. Dann gehen wir mal wieder. Okay, Flasche. Wir brauchen bestimmt die Flasche. Aber das Problem ist, wenn wir rangehen, flupp, dann dreht er sich weg. Und wenn wir wieder weggehen, flupp. Also was tun? Vielleicht könnten wir den Heftklammerentferner ja auf ihn anwenden. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oder wir schauen uns erstmal weiter um. Da ist noch eine Truhe. Und ein Geisterhund. Schau an. Was für ein netter kleiner Hund. Ah. Speichern wir doch mal. Lechka, du schaffst es. Schlüssel, Bett des Kapitäns. Was haben wir denn noch? Eine Truhe. Können wir mit ihm reden? Nee. Wieso können wir eigentlich nicht mit Lechak reden? Schau an, Bett des Kapitäns. Da wuseln lauter kleine blaue Haare drin rum. Ach, laute blaue kleine Haare übrigens. Machen bestimmt auch eine Party gerade. Igitt, nein, danke. Können wir uns die Truhe angucken? Wer wagt es, die Kabine von Kapitän Lechak zu betreten? Das Schiff hört sich wirklich seltsam an. Gehen wir nochmal hin. Wer wagt es, die Kabine von Kapitän Lechak zu betreten? Wieder niemand. Muss wohl doch der Wind sein. Wer wagt es, die Kabine von Kapitän Lechak zu betreten? Seltsame Orte, seltsame Geräusche. Die Karte erinnert mich an Monkey Island, Trademark. Das heißt, den Schlüssel können wir uns wahrscheinlich auch abschminken. Lauft um euer Leben, Eindringlinge! Seltsame Orte, seltsame Geräusche, wie ich bereits erwähnte. Gut, da können wir gerade nichts machen. Kann man mit dem irgendwas machen, mit dem betrunkenen Geist? Der hat ganz schön geladen. Der kriegt dann bestimmt die Flasche hier, aber die Tür, damit die aufgeht, die andere Tür da oben, da brauchen wir doch bestimmt noch irgendwas anderes. Griebenschmalz. Ach, leuchtender Kasten. Luke, öffne Luke. Das ist fest zu, da muss was Wichtiges unten sein. Können wir da jetzt nicht endlich mal den Heftklammerentferner dran benutzen? Nicht zu mit Heftklammern in der Nähe, schade. Ich bin ja kein Geologe, aber wenn ich diese Bruchstelle betrachte, würde ich sagen, das ist ein Feuerstein. Wir haben also noch einen Feuerstein hier. Aber der bringt gerade mal gar nichts. Sehen aus wie Hühner. Hier haben wir noch Schweine. Können wir denen irgendwas geben? Benutze Schädel? Nein. Rede mit Schädel? Nein. Gib Schädel an? Nein. Benutze Geisterfeder mit schlafender Geistermatrose. Ah! Nochmal, komm. Und da hat er jetzt die Flasche mit Grog fallen lassen. Mal gucken. Eine Flasche Grog, guter Jahrgang. Und können wir die jetzt dem besoffenen Dingens da geben? Nö, geht nicht. Na gut. Ah ne, da wollen wir gar nicht rein in die Tür. Da mit Grog können wir die... Oder können wir die mit Grog benutzen, die Tür? Vielleicht ätzt die ja auf. Ich bewahre das besser auf. Na gut, dann bewahren wir auf. Ist ja alles schon ein bisschen her. Gib Flasche mit Grog an Schweine, geht auch nicht. An Hühner geht auch nicht. An den Hund vielleicht.
verdammt. Grübel, grübel, grübel. Die Partygeister kriegen den auch nicht. Man sieht vielleicht, ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Also eine ganze Weile ist in dem Fall viele Jahre. Er spielte viele Jahre nicht mehr Monkey Island. Und deswegen versage ich hier so kläglich und muss hier immer rumprobieren, was man vielleicht jetzt mit dem Grog machen kann. Kann man nicht einfach trinken? Nee. Tja, betrunkener Geist. Der hat ganz schön geladen. Kann man mit dem reden? Wahrscheinlich auch nicht. Nö. Nehmen können wir den auch nicht. Geben können wir dem auch nichts. Da geht's auch nicht lang. Verdammt. Das ist schon lange her. Kann man mit dem Hund reden? Nein. Kann man den Hund drücken? Ich lasse ihn besser in Ruhe. Und ziehen können wir den auch nicht. Können wir vielleicht Hühner schubsen oder Schweine schubsen oder irgendwas? La 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 la. Drücke Geisterhühner. Oh, ihr seid so süß. Lasst euch mal drücken. Drücke Geisterschweine. Ich kann es nicht bewegen. Ziehe Geisterschweine. Ich kann es nicht bewegen. Rede mit. Geht wieder nicht. Mach an, Geisterschweine. Oh, ihr geilen Geisterschweine. Na, alleine hier. Halsband um Guybrush. Kopf des Navigators. Geisterfeder. Feuerstein, Kanonenkugel, Linse, Tinte, Broschüre. Notiz, was ist das für eine Notiz? Sehr geehrte Piraten von Mili, Ihre Gouverneurin lebt von nun an meiner Seite. Ach, das war die Notiz. Na gut, die kennen wir ja schon. Tagesordnung, Pfefferminz. Gut, damit jetzt mal wieder ein bisschen Action reinkommt. Oh, die erfrischen. Spannender wird's aber auch wieder nicht. Was haben wir denn noch? Tagesordnung, T-Shirt, Visitenkarte. Wir haben den Geist, wir haben den Grog gefunden. Tralala und Tralali. Ich speichere jetzt nochmal ab. Und damit ich jetzt nicht das Let's Play mit meinen Rätseleien irgendwie unnötig in die Länge ziehe, während ich jetzt 10-mal hin und her laufe, probiere ich gleich nochmal ein bisschen weiter. Hier war doch... Ach, das war der Durchgang. Schau an, schlafender Geistermatrose. Schläft tief und fest. Komm, reden mit können wir mit dem auch nicht. Nö. Nee, ich bin nicht verzweifelt. Ich spiele nur professionell alles durch, ist doch klar. Immer dieser Durchgang. Schädel, Feuerstein. Feuerstein mit Schädel. Feuerstein wirkt am besten mit Eisen oder Stahl. Haben wir hier irgendwo Eisen oder Stahl? Nee. Wir haben LeChucks Bett. Aber Grog mit LeChucks Bett benutzen? Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn macht. Ich bewahre das besser auf. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Schädel geht gar nicht. Kanonenkugel, Feuerstein, Linse, jede Menge Memos. Wie sieht Katalodiz T-Shirt? Da bin ich ein bisschen ratlos. Öffne quietschende Tür. Was war das? Tür schon wieder offen. Naja, gehe ich mal wieder ein bisschen abrocken hier. Ey, yo, was geht denn?